Hallöchen, ihr Lieben, zu einer neuen Folge von Purgatory. So, dann schauen wir doch mal, was uns jetzt hier erwartet. Okay, das ist sowas wie eine Werkbank. Also so eine. Ich nehme an, dass hier die Leichen verarbeitet werden. Ja, sieht ganz so aus. Aber irgendwie hat der Maschine nicht gefallen, wer da eben runtergefallen ist. Müssen wir mal schauen, was wir hier... Oh Gott, tun müssen. Okay. Hier kommen wir scheinbar durch. Oh Gott, das sieht so aus, als würden wir hier irgendwann noch verfolgt werden. Das scheint der Augapfel von jemandem gewesen zu sein. Du hast dafür keinen Nutzen, deswegen schmeißt du ihn fort. Ich hab's ja gesagt. Scheiße, 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 scheiße. Nein, 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 nein. Oh Gott. Okay, gib nicht nach. Lauf, 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 lauf. Geh, geh, geh doch, geh. Er kommt. Oh Gott. Oh, sehr gut, sehr gut. Das war schlau. Oh, der ist aber auch wirklich riesig groß. Oh, okay. Ach, das ist bestimmt die Leiter in dem einen Raum. Und hier scheinen wir jetzt nicht zurückzukommen. Oh, das sind keine Holzplatten, Holzbretter, sondern wirklich aus Eisenplatten. Und dadurch kommen wir natürlich nicht durch. Mit der Axt vielleicht? Oh, die Axt ist aber kaputt gegangen. Ob das so ideal ist? Passwort, au. Moment. So. The Blotter. The Blotter House. Was heißt Blotter? Und gibt's das überhaupt? Okay, wir haben nochmal einen Viridian Key eingesammelt. Mal schauen, hier geht's jetzt hoch. Ah. Ja, dann mussten wir ja... Was? Oh. Okay, wir haben dadurch, glaube ich, leider ein bisschen auf uns aufmerksam gemacht. Aber ich hatte ja keine andere Wahl. Und jetzt müssen wir hier wahrscheinlich runter, genau. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, die Axt ist weg. Das war so cool. Okay, aber können wir ja nicht ändern. So, dann geht's hier wieder... Nee, Moment. Ah, ich guck mal einmal nur kurz hier, nicht, dass sich da was verändert hat. Nee. Vielleicht muss man das auch zählen, weil mir ist aufgefallen, manche hängen kopfüber und manche nicht. Aber das wäre schon ein bisschen fies, wenn man das durchzählen muss. Okay. Was bringt das denn? Ich weiß das noch nicht. Okay. Und hier den Augapfel wollte sie ja partout nicht mitnehmen, warum auch immer. Hätte ja noch von Bedeutung sein können, aber nein. Okay. Hier ist auch nochmal eine Maschine, aber die hat ja nicht nachgegeben. 10 Tonnen. Da bin ich aber auch voll reingerannt. Habe ich da wen umgebracht vielleicht sogar? Ich habe da nicht so schnell drauf achten können, weil ich bin ja so schnell gerannt. Aber ich hatte doch auch gar keine andere Wahl, ganz ehrlich. Wäre ich da stehen geblieben, hätte er mich ja... Oh nein! Oh, nein! Nein, nein, nein! Nein, 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 nein! Überall Leichen! Überall Leichen! Ich komme hier nirgendwo raus! Ich weiß nicht, was ich tun soll! Wee! Wee! It's quite sharp! Nein! Ich komme hier nicht weg! Scheiße! Oh, verflixt! Enri! Hallo, Erde an Enri! Woran denkst du denn gerade schon wieder? Du sollst vor allen anderen laufen, nicht dahinter. Ugh. Nickt. Also, ist das der Ort aus deinen Gerüchten? Die Atmosphäre passt jedenfalls. Findet ihr nicht auch? Alles klar, also, wir sind da. Was nun? Oh, Lucas, ich habe solche Angst. Ach, wir sind doch alle zusammen hier.
Lukas, wenn etwas plötzlich auftaucht, würdest du mich dann bitte beschützen? Ja, natürlich. Du bist mein Held. Okay, kommen wir mal zurück zum Thema. Was steht jetzt auf dem Plan? Gehen wir jetzt rein oder was? Oh, meinst du wir alle? Ist das nicht ein bisschen viel? Was meinst du damit? Naja, solche Dinge passieren doch immer in Gruselgeschichten. Wenn wir alle hineingehen, werden wir nur dafür sorgen, dass wir dort eingesperrt sind. Wow, du hast recht. Ich habe auch gehört, dass das ziemlich häufig passiert. Also dann, Emma. Okay, hat jemand irgendwelche besseren Ideen? Mal schauen. Wie wäre es, wenn wir erstmal eine Person schicken, um die Lage zu sondieren? Was? Ist das dein Ernst? Oh, ich verstehe schon, was du meinst. Es ist wichtig zu wissen, dass es da drin sicher ist, bevor man hineingeht. Richtig? Okay, wer meldet sich also freiwillig? Naja, ihr kennt mich ja. Ich werde dafür sorgen, dass hier alles in Ordnung ist. Also ich nicht, ich habe viel zu viel Angst. Daher... Ernsthaft, ihr beiden? Ach, dann bleib ja wohl nur ich, ja? Es scheint, du vergisst jemanden, Oliver. Hä? Wen denn? Haben wir nicht alle gesagt, dass man sich auf sie verlassen kann? Sie wäre wirklich perfekt für diesen Job. Wow, du meinst ja wohl nicht sie. Komm schon, Emma. Hey, geh dort hinein und schau mal bitte für uns nach, ja? Bitte, bitte? Oh, was? Willst du es nicht tun? Zittert. Du musst von nichts Angst haben. Also bitte mit einer Kirsche obendrauf? Ich wusste, wir könnten uns auf dich verlassen, Henry. Puh, gut. Ich bin einfach froh, dass ich nicht mehr am Haken hänge. Komm schon, beeil dich. Wir haben doch nicht den ganzen Tag, weißt du? Ey, Henry? Ich kenne dich, ich weiß, dass wir einander nicht besonders gut kennen bisher. Aber wenn du das nicht tun willst, dann kannst du auch einfach abhauen, okay? Außerdem, ich habe dir hier einen Hackbeil mitgebracht, zum Schutz. Nimm es, du brauchst es dringender als ich. Zittert. Ich verstehe. Wir warten alle hier draußen auf dich, okay? Yep. Der Killer. Oh, der Killer, da ist er wirklich. Ach, war das nicht sogar... Oh, oh je. Moment, kann ich irgendwas... Ah! Ich kann so... Das ist aber wer sauer. Komm schon, komm schon. Oh, das Seil ist fast gerissen. Juhu. Seil erhalten. Und Viridian Key, sehr schön. Ah, hier sind wir. Okay, da geht's nicht durch. Die Tür haben wir jetzt von der anderen Seite geöffnet. Wie geil, jetzt hat sie das Seil in der Hand. Ich mag irgendwie diese Details total in dem Spiel. So. Okay, ich frage mich, ob alle anderen jetzt tot sind. Ich hoffe halt, dass wir vielleicht, Oh Mann, wie hießen die beiden jetzt? Einer hieß Lukas und der andere, der nette Oliver, ne? Dass wir vielleicht wenigstens Oliver noch helfen können. Okay, hier hat sich nichts verändert. Da kommt halt immer eine Leiche durch. Ach so, okay. Also irgendwas muss damit ja noch sein. Oder mit dem Seil. Vielleicht können wir mit dem Seil jetzt den Weg freiräumen. Ich weiß zwar nicht, wie das funktionieren soll, aber... Wir schauen jetzt einfach mal. So, hier sind wieder die 10 Tonnen. So. Mann, das war echt fies, wo der hinter uns her war. Und das zweite Mal war auch fies, wo dann hier der Käfig im Weg stand. Ach, jetzt ist er wieder weg. Okay. Was? Ah, okay. Hinabsteigen oder auch nicht. Haben wir noch einen? Tatsächlich. Ich weiß aber gar nicht, was da hier rechts war. Dann will ich schon nochmal schauen. Ich kann mich nämlich gerade nicht erinnern.
Oh, okay, Moment. Sieht ein bisschen aus wie eine Waffe, die auf uns gerichtet ist. Okay, hier ist nichts. Oh je, Mine, ist das groß. Adisl. Okay. Adisl. Slaughterhouse. Dann ergibt das doch The Bloody Slaughterhouse. Das blutige Schlachthaus. Ich weiß nur noch nicht, wo wir das dann eintippen müssen. Oh, hier sind so viele Wege gerade. Und so viele Gitter. Was hat das denn zu bedeuten? Okay, wer ist das? Turn, turn, turn. Umdrehen, umdrehen, umdrehen? Okay. Turn, turn, turn. Und das letzte ist aber groß geschrieben. Ich weiß nicht. Und was ist das? Da geht's auch wieder. Was ist das? Hä? Seil verwendet. Nee, warte, halt. Ich weiß auch nicht. Hier sind so viele Dinge gerade, die man machen kann. Was ist hier noch? Hier sind nur Leichen. Hier war ich doch eben drin, ne? Genau, aber nur da runter? Okay. Ich warte mal kurz hier. Ich nehme an, dass auch dieser Laser dann wieder ausgehen wird nach einer Weile. Und vielleicht geht der andere dann an. Oder auch nicht. Ich bin noch geduldig. Na? Ich bin sehr geduldig. Was? Habt ihr auch eben Geräusch gehört? Oder war das in der Realität? Okay, jetzt bin ich mir aber wirklich unsicher. Dauert ein bisschen sehr lange. Und hier steht ja auch nichts mit Wait. So. Okay, da waren wir, da waren wir. Von da kamen wir. Was ist dieses komische Gerät hier? Moment, Moment, Moment. Ich will hier erstmal gar nichts tun. So, das können wir also drehen. Ich habe keine Ahnung. Okay. Das ist sehr mysteriös. Ich gucke jetzt einmal, was hier ist. Das stinkt nach Blut. Ah, du möchtest dein liebstes Kleid nicht dreckig machen, also lässt du es zurück. Henry, du musst dich beeilen. Versteck dich. Schnell. Irgendwo. Hä? Oh, verdammt. Henry, tut mir leid, das tun zu müssen, aber das ist zu deinem eigenen Besten. Hä? Ah, okay. Er hat sie da runtergeschmissen, um sie zu retten. Ich fürchte, er wird tot sein wahrscheinlich. Oh. Oha. Okay. Aha. Aha. Kann ich hier irgendwas tun? Hui! Es geht nur an dem einen, glaube ich. Nur das hier geht. Und es geht dann auch wieder zurück. Und das eine rote Licht geht da hinten an. Okay, hier blockiert das wieder den Weg. Hier kann ich überall nichts machen. Oh! Die Tür ist ein Stück auf. In welche Richtung hatte ich eben gedreht? Jetzt ist es ganz auf. Aber was bringt das? Dadurch habe ich jetzt den Weg da frei, aber okay. Oh je, das wird ja noch ganz schön kompliziert. Das scheint ja ein ziemlich happiges Rätsel zu sein. Okay. Und das hier öffnet dann vielleicht auch irgendeine Tür. Oh. Sie ist eben so zurückgegangen. Vielleicht. Wir gucken jetzt mal hier unten erstmal. Da können wir ja jetzt das Seil runter.
jetzt sind wir auf der anderen Seite davon. Okay, was haben wir hier denn? Das Passwort ist 9 Buchstaben lang. Passwort. 9? Moment. Aber ich habe viel mehr. The Bloody habe ich zum Beispiel. The Bloody Slaughterhouse. Slaughterhouse ist ja viel zu lang. Ich probiere es mal mit The Bloody. The Bloody. Oh. The Blood. Nee. Slaughter. Okay. The Bloody. Okay, jetzt muss ich mal gucken, ob eins davon einfach 9 lang war. Ist es aber leider nicht. Keins davon ist 9 Buchstaben lang. Ach doch. Nee, doch nicht. Das sind 8. Okay. 9 Buchstaben lang. Tja, da bin ich jetzt tatsächlich sehr überfragt, muss ich ehrlich sagen. Ich würde so gerne mal ausprobieren, was passiert. Ich speichere mal kurz. Ach, okay, jetzt ist es zu. Ach, das ist quasi nur als Schutzmechanismus gedacht. Damit ich nicht von hier aus da rankomme, sondern den Weg drumherum gehen muss. Verstehe. Okay, ich verstehe jetzt nur gerade echt gar nicht, was ich als Passwort tatsächlich eingeben soll. Das ist sehr, sehr mysteriös. Hier kann ich ja nirgendwo runter, ne? Turn, turn, turn. Dreh, dreh, dreh. Muss ich irgendwie... Ach so, Moment. Hier, damit hat es wahrscheinlich was zu tun, aber ich weiß nicht, in welche Richtung. Nach 3-mal hört sie erstmal auf. Turn, turn, turn. Okay, ich versuch's mal mit links. Ha. Oder ist es gemeint, 2-mal in eine Richtung und dann 1-mal in die andere? Ah, tatsächlich. Wow, okay. Oh mein Gott, okay. Auf der Rückseite ist etwas geschrieben worden, in das Fleisch eingeritzt. Das scheint das Passwort zu sein, oder? Ah, oh Gott, ich sehe gar nichts. Moment, ich bin hier gerade im Dunkeln. Wie es sich gehört bei einem Horrorspiel. Okay. A. S. D. F. G. H. J. K. L. Okay, sorry. So. Und wo ging's jetzt hin? Nee, hier unten, ne? Ging's wieder zum Seil. So. Also, ab nach unten. So. Wunderbar. Und dann scheinbar dieses seltsame Wort. Also, das ist ja kein Wort. A, S, D, F, G, H, J, K, L. Huch! A, S, D, F, G, H. Ja! Wie geil. Vielleicht müssen wir jetzt da oben das andere eingeben. Mal gucken. Oh, 4 Digits. Okay, Digits sind ja eigentlich dann eher Zahlen, ne? Verflixt. Oh nee, also noch was? Ach Moment, vielleicht hat das was mit dem Raum da oben zu tun? 4 Digits long. Also Buchstaben glaube ich nicht. Weil alles, was wir haben, ist anders. Um das mal so auszudrücken. Wo habe ich denn jetzt den Zettel hingetan? Gott, ich habe hier ein Chaos und sehe nichts, weil es so dunkel ist. ich glaube, ich speichere jetzt einfach mal kurz. Dann drehe ich nochmal eine Runde und suche nochmal nach Zahlen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Purgatory wieder. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.